Heute gibt es wieder ein Bullet Journal Video. Ich habe dir dieses Mal den Juli und den Juni, weil ich dieses Video hier vordrehe und ich ja im Juni keine Videos freigeschalten habe. Und falls du Bock hast, bleib gerne dran. Hallo, ich bin Cook vom Kanal Die Kleine Gogo. Ich habe dir dieses Mal 2 Monate. Im Juni gab es ja von mir keine Videos. Ich zeige dir jetzt aber trotzdem zuerst den Juli und dann den Juni. Und ich würde einfach sagen, wir legen los mit Juli und Juni. Mein Juni ist im Zeichen des Eis. Ist mir eher schlecht als recht gelungen. Ich meine, es ist irgendwie, ich habe ja jetzt schon ein paar Bücher und das ist ja jetzt das Neue für das zweite halbe Jahr. Ich habe irgendwann mal bei Ryder Carroll gelesen, dass er das halt so macht, dass er ein Jahr immer voll in ein neues Buch reinschreibt. Jetzt passt ein Jahr bei mir nicht in ein Buch rein, sondern ein halbes. Und da hat er schon irgendwie recht. So, das hat irgendwie, klingt blöd, vielleicht ein bisschen was Magisches. Die Eisgeschichte, die habe ich wieder von Pinterest. Wie gesagt, mir ist sie nicht so hundertprozentig gut gelungen. Aber macht ja auch nichts. Ich meine, es muss ja nicht immer hundertprozentig gut laufen. Und die Seite ist wieder das beste Beispiel dafür, dass das Papier einfach blöd ist. Das Papier ist einfach nicht gut von diesen, wie heißen die, Heidelberg-Büchern, würde ich so nicht mehr machen. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mir hier dann immer schön auch nochmal ein Eis drauf gemalt habe. Hier schön peachy. Was haben wir noch? Also meine Monatsaufstellung ist ja jetzt schon seit einigen Monaten gleich. Hier so ein Twister-Eis. Dann haben wir hier noch so eine, so ein bisschen, wie heißt das, Calippo? Das ist schon ewig nicht mehr gegessen. Ja, die Monatsaufstellung hat sich für mich halt als gut bewiesen, um hier halt eben immer meine Notizen zu haben. Und es hat sich halt bis jetzt immer gezeigt, wenn ich das nur alles Monat mache, ich schreibe das nicht in den Monat rein. Ich weiß auch nicht, warum. Hier haben wir noch nicht. Das habe ich früher geliebt. Das gibt es, glaube ich, immer noch. Boom Boom oder so heißt es. Dann Ausgaben. Das ist für mich natürlich schon auch eine wichtige Seite, um einfach vor Augen zu haben, was gebe ich überhaupt so aus. Und die No-Spend-Days, die kennt man jetzt schon von mir, habe ich mir jetzt daneben gepackt, weil das einfach so ein bisschen auch zusammenpasst. No-Spend-Days bedeutet auch, dass du nicht essen gehst oder so. Ich meine, jetzt zur Corona-Zeit geht mir eh nicht so mega viel raus. Aber ich versuche halt wirklich, im Moment mache ich das auch wieder, nur an 10 Tagen Geld auszugeben und an 20 eben nichts. Und das, da musst du schon auch so ein bisschen managen. Ich bin nicht jemand, der geht straff einmal pro Woche einkaufen. Es kann auch sein, dass ich 2-mal pro Woche gehe, ne, oder 3-mal. Je nachdem, weil ich aus jedem Laden so ein bisschen was kaufe. Es kann auch mal sein, dass ich gar nicht gehe und mir Gemüse mitgebracht wird beispielsweise. Also das ist unterschiedlich. Also No Spend Days ist eben auch so ein Spiel für mich im Moment, einfach mich ein bisschen kürzer zu halten. Es eine gute Sache. Ich merke, dass das mich auch so ein bisschen erzieht, dass ich auch eben dieses Ziel erreichen möchte. Vor 2 Monaten, was ihr gesehen habt, habe ich übrigens mein Ziel erreicht. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, haben wir es noch Juni und da kann ich ja noch nicht so viel dazu sagen, aber das werde ich euch auch gleich noch zeigen. Dann Mood Tracker ist bei mir so ein Eisding geworden. Schön ist er diesmal echt nicht irgendwie. Aber nun gut, also manchmal funktionieren halt auch meine Ideen nicht so wirklich, aber das ist ja auch in Ordnung. Sporttracker habe ich auch wieder dabei, um einfach vor Augen zu halten, wie viel Sport mache ich, was habe ich gemacht in dem Monat. Finde ich ganz wichtig, habe ich einfach gemerkt, das erzieht mich auch so ein bisschen, bloß im Moment bin ich wirklich mega
faul. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Dann intuitiv essen habe ich jetzt in so einen Tracker gepackt. Bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das für mich funktioniert. Es löst in mir auf jeden Fall was aus, wenn ich mich bewerte, indem ich mir bewusst mache, was Sache ist, ne? Also ich habe dieses Bewusstsein wieder. Das ist ganz gut. Ich meine, ich mache ja auch wieder Videos auf meinem Zweitkanal zum Thema intuitiv essen. Falls du da mal vorbeischauen möchtest, gerne mal. Ich verlinke ihn mal unten, so unten in der Infobox. Nee, unten im ersten Kommentar werde ich es dir verlinken, genau. Da haben wir den Sleep Tracker. Der sagt auch ganz viel über das intuitive Essen aus. Also, wenn ich müde bin, klingt total unlogisch, wenn ich müde bin, esse ich mehr. Es ist tatsächlich so. Klingt total unlogisch, aber ich weiß noch aus früheren Erfahrungen, dass eben andere Mädels das auch so hatten. Das war total schlimm. Also ich weiß immer, wenn ich total müde, ausgelaugt mich fühle und dann immer so diesen Essdrang habe, dass es eben von der Müdigkeit kommt. Positives Achtsamkeit ist für mich eine wichtige Übung, um einfach mal sich vor Augen zu halten, was man hat und für was man eben dankbar sein darf. Weil verschiedene Dinge sind einfach sowas von selbstverständlich. Als es bei mir losging mit meinen Füßen, ich habe ja angefangen, Kompressionsstrümpfe zu tragen vor 5, 6 Jahren. Und da habe ich dann sehr schnell auch bemerkt, dass ich einfach immer weniger stehen konnte. Das war für mich so eine Selbstverständlichkeit. Das ist so eine Kleinigkeit, die auf einmal weggefallen ist. Und für sowas ist dieser Tracker da, sich einfach vor Augen zu halten. Das habe ich, für das bin ich dankbar. Ist am Anfang eine komische Angelegenheit, sich für Dinge zu bedanken, die selbstverständlich sind. Aber es funktioniert. Probiert's aus. Dann Serien und Filme ist für mich auch so eine Sache, weil ich werde doch hin und wieder gefragt, kannst du mir nicht irgendwas empfehlen? Und ich vergesse das meiste, was ich so angucke. Und ich habe diesen Tracker, habe ich vorher immer hinten drin gehabt, jetzt habe ich ihn vorne drin. Funktioniert für mich ganz gut, muss ich sagen. Alleine Day ist eine Schreibübung. Das ist auch so eine Sache aus der Persönlichkeitsentwicklung, kann ich dir auch empfehlen. Einfach mal sich eine Zeile vorzunehmen, einfach mal was aufschreiben. Das ist gut für deine Handschrift beispielsweise, ist aber auch gut für deine Konzentration, gut für dein Gefühl und so, Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt aber auch so Two Lines a Day, da gibt es verschiedene Übungen, musst du mal gucken. Alleine denen mir reicht das so. Project Tenpan ist ja auch ein Videoformat hier auf dem Kanal und ich bin am Aufbrauchen. Und wie ihr seht, das ist fortlaufend. Ich mache das jetzt immer einmal im Monat, um eben auch mir auf die Finger zu klopfen und nicht irgendwelche Produkte zu vergessen. Weil ich teste viel und durch dieses Testen sammelt sich halt eben auch das ein oder andere an. Und um eben mir auch so ein bisschen bewusst zu machen, das hast du alles, das musst du aufbrauchen. Wenn jetzt ein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, möchtest du das nicht testen oder so, dass ich wirklich die Bremse drücke. Denn zu 99,9% drück ich immer die Bremse, weil die meisten Sachen eh nicht nach dem sind, nach dem Standard, was ich haben möchte. Und ich dann meistens auch, wenn es mal was Interessantes ist, ich zu viel davon habe. Wenn ich es nicht testen kann, bringt es dann auch nichts. Telefon und 10 Dinge. Die Telefonseite. Ich war früher immer jemand. Ich habe auf alles drauf gekritzelt, wenn ich telefoniert habe. Ob es irgendwelche Briefe sind oder so. Wenn ich irgendein Schmierpapier gefunden habe, hinten drauf. So ist es halt wirklich in meinem Notizbuch drin. Das ist echt eine gute Sache. 10 Dinge ist ein Videoformat auch hier auf dem Kanal. Das ist mein Favoritenformat. Und da gucke ich halt echt so. Ja, also wenn ich so ein Video mache, muss ich einfach nur da reingucken und muss nicht irgendwie mega viel nachdenken. Ja, und Ideen spricht für sich, würde ich sagen. Ideen zu Videos kommen hier rein
Und da sind sie dann auch gut aufgehoben. Ich blätter dann meistens auch immer im Buch zurück. Jetzt kann ich natürlich nicht zurückblättern, weil das ist der erste Monat. Übrigens ist das hier mein halbes Jahr, was ich jetzt so hier reingeschrieben habe. Ich finde das ganz geschickt, weil man macht die Monate ja so nach und nach und dann hat man hier das komplette Jahr schon drin. Das ist mir ganz gut gelungen, finde ich, ja. Und hier ist ja der Juli. Und jetzt zeige ich euch noch den Juni. Das ist irgendwie auch so ein Ding. Aus meinen Büchern verabschiede ich mich immer mit so einem richtigen Knall. Also so das Letzte wird immer richtig gut, dass ich mir immer denke, oh schade, jetzt ist das Buch voll. Weil diese Schrift habe ich so gesehen, so ungefähr so gesehen auf Pinterest. Und das habe ich dann halt mit Filzstiften nachgeahmt. Und auch so, das habe ich ja auch auf Pinterest gesehen, habe ja auch so ein bisschen nachgemalt. Ich fand das einfach schön. Ich mag diese Lämpchenoptik, die habe ich schon so oft verwendet, dass ich es jetzt halt einfach auch nochmal gemacht habe. Und der Monthly Log ist auch einfach eine tolle Sache, um einfach mal vor Augen zu haben, so welche Termine kommen. Momentan ist es hier noch relativ leer. Also so super krass wichtige Termine habe ich erstmal noch nicht. Aber ich muss hier noch einen reinschreiben, fällt mir gerade ein. Ja, und hier habe ich Lämpchen aufgehängt. Sind auch wieder unterschiedliche, was mir so eingefallen ist. Ne? Oder hier sowas. Und hier sieht man halt, das drückt halt schon mega durch. Das drückt nicht nur ein bisschen durch, das drückt mega durch. Und das sind meine Ausgaben von dem Monat. Bin noch recht brav. Da fehlen noch meine Schuhe. Ich habe mir Schuhe bestellt. Ich habe Sandalen gebraucht. Jetzt, wenn es so warm wird, ich halte es in den zuen Schuhen halt nicht aus. Trage Kompressionsstrümpfe. Wenn ich da Sandalen anhab, dann bin ich echt mega zufrieden, muss ich sagen. Also ich habe mir Sandalen noch gekauft, die sind aber noch nicht da. Also da weiß ich von vornherein nicht, ob ich die behalte. Schreibe ich immer erst im Nachhinein auf. Project Handpan steht hier natürlich auch drin. Und hier habe ich wieder zwei Seiten zusammengeklebt. Und die Mood Tracker Seite, die ist echt schön geworden. Aber ihr seht schon, die ist sehr gut auf Instagram angekommen. Mich gibt es auch auf Instagram mit einem Bullet Journal und Kosmetik. Instagram-Profil, falls du das noch nicht kennst, ich verlinke es dir mal unten in der Infobox. Also da vergesse ich es definitiv nicht. Also wenn ich sowas mit viel Malen mache, dann weiß ich immer, ich muss Seiten zusammenkleben. Und da hat es halt echt Falten gegeben. Das hat mich echt geärgert. Und auch hier mit der Schrift, das ist halt einfach echt nice geworden. Also es ist mir echt gut gelungen. Da nochmal zwei Birnchen. Mir gefällt das einfach. Ich würde, also wenn ich total unkreativ wäre, dann würde ich jedes Mal Birnchen aufhängen. In dem Monat habe ich Gotham angeguckt, Tote Mädchen lügen nicht, bin ich gerade dabei. Bei Snowpiercer habe ich jetzt auch die ersten Folgen angeguckt. Da kommt jede Woche eine neue Folge. Starsborn habe ich schon mal angeguckt, habe ich jetzt nochmal angeguckt, weil es das auf Netflix gibt. Und eben Line a Day. Und da geht es nicht darum, was du da reinschreibst, sondern dass du was reinschreibst. Und eben so eine Schreibübung, ne? Das meine ich mit faul im Moment. Ich bin echt so megamäßig faul. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin auch vom Wetter her so richtig müde und träge. Den Sleep Tracker. Da haben wir ihn wieder. Und der ist halt eigentlich, so wie ich es in einem neuen Monat gemacht habe, besser aufgehoben neben dem Intuitiv-Tracker, weil da weißt du immer genauso, aha, da habe ich wenig geschlafen, aha. Telefon spricht natürlich wieder für sich, einfach Notizen. Die gab es jetzt dieses Mal noch nicht, aber wenn die immer leer bleibt, kann auch sein, dass ich die für irgendwas anderes nutze. Ist auch schon passiert. Ideen hatte ich irgendwie lustigerweise den Monat auch noch nicht so viel. 10 Dinge, wie ich euch ja gesagt habe, das ist so mein Favoritenformat. Und da fällt es mir einfacher, eben ein Video zu drehen mit 10 Dingen. Ich habe mich damals auf 10 Dinge einfach
eingeschossen, weil es reicht. Mehr wie 10 Dinge brauchst du nicht zeigen. So, dann haben wir jetzt auch den Intuitiv-Essen-Tracker wieder. Wie schon erwähnt, ich sehe den mit gemischten Gefühlen im Moment. Aber ja, also es ist wirklich gut, sich das einfach ins Bewusstsein wieder zu bringen, dass man sich ein bisschen beobachtet beim Essen eben. Und das hat das Ganze schon gebracht. Und die sogenannten No-Spend-Days. Den 11., da habe ich meine Schuhe bestellt. Den muss ich eigentlich minus machen. Ich werde den 14. nicht anmalen. Also Sonntag werde ich definitiv kein Geld ausgeben. Dann hat sich das wieder ausgeglichen. Jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt habe ich 7 Tage kein Geld ausgegeben. Ja, passt auf jeden Fall. Und die Überschriften habe ich tatsächlich wirklich mit den 2 Farben hier gemacht. Das hat richtig gut funktioniert. Das ist einmal die 055, das Gelb, und die 905, ein Orange. Ich habe mir jetzt schon länger keine Stifte mehr gekauft. Ich war brav. Aber jetzt merke ich so langsam, wie der ein oder andere Stift dann mal wieder aufgibt, wenn man viel mit denen rummalt. Dann, ja, dann werden die schon auch leer. Machst du auch Bullet Journal Videos? Gerne mal ab in die Kommentare. Du kannst mich gerne auch auf Instagram markieren. Falls ich jetzt im ersten Kommentar mein Profil nicht verlinkt habe, findest du es auf jeden Fall in der Infobox. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.